Das heißt, das ist das, woran man erkennt, ob die Ware richtig ist. Dass die Botschaft rübergebracht wird. Wenn sie dich danach mit Steinen beschmeißen, so ist es dem Propheten a.s. in Taif gegangen. Wenn sie dich danach vertreiben, so ist es dem Propheten in Mekka gegangen. Wenn sie dich danach töten, so ist es dem Propheten Yahya gegangen. Wenn sie dich danach verfolgen, so ist es dem Propheten Isa gegangen. Das ist der Weg. Und deswegen hat Warraq ibn Nawfal, der Onkel von Khadija, als der Prophet a.s. zu ihr kam und er gesagt hat, was ihm passiert ist, er hat gesagt, ich wünschte, ich wäre jung, denn dann würde ich dir helfen, würde ich doch nur leben, wenn dein Volk dich vertreibt. Laitani kuntu hayyan wa yukhrijuka qaumuk. Würde ich doch nur leben, wenn dein Volk dich vertreibt. Dann sagte er, werden sie mich vertreiben? Dann sagte der Warraq ibn Nawfal, noch nie ist jemand mit dieser Botschaft gekommen, ohne dass sein Volk ihm Schaden zugefügt hat. Und deswegen, wenn wir die Botschaft des Islams heute tragen und die Dawa nach vorne bringen, dann sind Probleme nicht nur wahrscheinlich, sondern garantiert und vorprogrammiert. Und wer das nicht kapiert, dem können wir leider nicht mehr helfen. Wer das nicht kapiert, der soll sich lieber im Kegelclub anschließen. Ja, ist so. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, in Mönchengladbach, ja, die Brüder, die dort richtig Gas gegeben haben, dass da Leute hinkommen und versuchen da Fitna zu stiften unter den Brüdern und sagen, ja, man hätte das vielleicht anders machen können, guck mal, jetzt ist die Moschee zu. Brüder, eine Moschee ist nicht das Ziel. Eine Moschee ist ein Mittel. Wenn du mir sagen willst, wir sollen die Moschee behalten und die Botschaft dafür opfern, dann sage ich nein. Wir opfern lieber die Moschee für die Botschaft. Weil die Botschaft ist das Ziel. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ. Uns obliegt nur die Botschaft zu verkünden. Er hat nicht gesagt, وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا أَن نَبْنِيَ مَسْجِدًا. Uns ist nur befohlen worden, eine Moschee zu bauen. Nee, der hat gesagt, uns ist nur befohlen worden, die Botschaft zu verkünden. Nicht, uns ist nur befohlen worden, eine Moschee zu gründen. Eine Moschee ist ein Mittel. Ein Mittel, die Botschaft zu verkünden. Und wenn wir die Moschee behalten wollen, und dann sagen, ja, wir müssen lieber schweigen und dürfen den Menschen nicht sagen, dass der Einzige, der das Recht hat, Halal und Haram zu erscheinen, Allah ist, das ist Tawhid, das gehört zu Tawhid Rububiyya, dass Allah derjenige ist, der dir bestimmen kann, was du zu tun und zu lassen hast, dann haben wir die Botschaft nicht mehr überbracht. Und wenn du sagst, ja, wir sind lieber leise, setzen uns in der Moschee zu reden mit 5,5 Mann, aber wir machen das nicht öffentlich, dass das alle Muslime hören, ja, dann sind wir schwach geworden. Weil auf der einen Seite werden Millionen von Muslimen und Nicht-Muslimen von Medien, von Büchern, von Schriftstellern beeinflusst, indem man ihnen sagt, der Islam passt nicht in die heutige Zeit, man muss den Koran heute anders verstehen, der Koran ist vor 1400 Jahren offenbart worden, wie soll diese Rechtleitung heute noch Gültigkeit haben? Wenn wir dazu keine Stellung nehmen dürfen oder wenn dazu Prediger keine Stellung nehmen dürfen, dann sollen sie besser in den Kegelclub gehen. So einfach ist das. Dann sollen sie besser in den Kegelclub gehen. Einer muss mindestens die Sache sagen. Und deswegen, was Mönchengladbach angeht, und da kommen Leute, die haben eine Moschee, da kommen zum Unterricht 5 Mann, 5 bis 10 Mann und sagen, guck mal, wir haben auch keine Probleme bekommen. Ach, in Mönchengladbach, da war es gerade kurz davor, dass eine Islamschule aufgemacht wird. Und diese Moschee war nicht irgendwo im Industriegebiet. Und da haben hunderte Leute den Islam angenommen. Da war eine Aktivität, die du wahrscheinlich mit keiner Moschee in Deutschland vergleichen kannst, was in der Innenstadt ist. Ich rede nicht von irgendetwas am Stadtrand. So, das heißt, das kannst du von vornherein nicht begreifen. Wenn du nicht angegriffen wirst, ist das kein Zeichen dafür, dass deine Dawa richtig ist oder dass du richtig mit den Medien umgegangen bist. Das ist ein Zeichen dafür, dass deine Dawa zu schwach ist.
Weil wie ich eben schon gesagt habe, wenn du die Dawa durchführst, ja, wirst du Probleme kriegen. Der Satan wird dich nicht in Ruhe lassen. Und selbst wenn du so leise bist, wie du leise bist, der Satan, der wird den Leuten schon, der kennt dich. Du hast deinen eigenen, du hast einen Satan neben dir laufen. Der wird die anderen, wird er das sagen. Das heißt, diese Sache ist völliger Schwachsinn. Weil es wird den Brüdern erzählt, ja, ihr hättet besser nicht so laut gemacht und hinher. Völliger Quatsch. Bruder, durch diese ganzen Aktionen haben Millionen von Menschen die Hujja bekommen. Haben Millionen von Muslimen gehört, dass für einen Muslim die Scharia mehr wert ist als jedes andere Gesetz. Und wisst ihr, wie viele Muslime das nicht wissen? Wisst ihr, wie viel? Ich kenne einen Bruder, der ist durch einen Vortrag von einem anderen Bruder, der über die Hölle geredet hat, hat er angefangen zu beten. Und dieser Bruder, der kommt zu meinen Vorträgen. Der geht auf meine Internetseite und der betet 5-mal am Tag. Und der ist über 40. Wisst ihr, was er sagt? Gesagt hat, Scharia hat nichts mit Islam zu tun. Ich will damit sagen, man muss wissen, das ist ein Bruder, der 5-mal am Tag betet. Das ist sogar ein Bruder, der sich die Vorträge anguckt. Was ist mit anderen Leuten? So von daher, zu sagen, in dieser Sache sollen alle Muslime schweigen, bedeutet, die Leute in die Irre gehen zu lassen. Du siehst jemanden, der in die Irre geht und sagst, nee, schweig lieber, damit du in Ruhe gelassen wirst, dann haben wir ein Gebäude. Wenn dir heute eine Tür zugemacht wird, wird dir morgen eine Tür aufgemacht. Das ist das. Aber man darf niemals die Botschaft dafür opfern.